Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Legos Star Wars die Skywalker Saga hier mit Obi-Wan, dem Jüngling, und Qui-Gon Jinn, der Meister. Der Meister aller Tage. Und wir sind auf Feed. Das heißt, wir retten jetzt mal kurz die... War es die Königin? Oder war es... ich weiß nicht, wie wurde die denn nochmal genannt? Irgendeinen speziellen Namen gab es auf jeden Fall von der. War es Königin Amidala? Ich glaube, es war Königin Amidala. Ja, so müsste es, glaube ich, sein. Das war ja noch vor den Klonkriegen. Da war Padme ja noch nicht mal präsent. So richtig. Oh nein, die Mechanics haben die Königin. Ja, ich nehme Königin. An, sie bringen sie zu ihrem Schiff. Wenn ihr Schiff im Hangar gedockt ist, haben wir etwas Zeit, um sie abzufahren. Macht euch fern von der Königin. Königin Amidala, geht's Ihnen gut? Sind wir jetzt in Sicherheit? Ich denke schon. Aber wem haben wir unsere Rettung zu verdanken? Wir sind Botschafter des obersten Kanzlers. Wir müssen dringend Verbindung mit der Republik aufnehmen. Habt ihr Transporter? Im Haupthangar, hier entlang. Ihr seid super heftig! Ich mag Jada Wings. Bleib dicht bei mir. Die Königin ist hier nicht sicher. Wir müssen sie sofort nach Coruscant bringen. Oh, ich sehe da hinten schon einen Druiden. Los, Leute. Wir übernehmen das. Kurz ein bisschen Abstand halten. Mehr Druiden. Lasst sie nicht entkommen. Hier, ich drehe ein bisschen mein Lichtschwert. Ach, Obi-Wan hat nicht diese Machtkräfte wie Qui-Gon Jinn, weil er wahrscheinlich noch nicht so stark ist. So, weiter, weiter, weiter. Wir müssen die Königin retten. Ey! Sag mal, was fällt euch ein? Ja, rennt nur weg. Schrottwichte. Zum Glück haben die Druiden die richtigen Synchronsprecher. Das muss man zugeben. Okay. Hier sind keine Druiden. Da, aber. Klappe halten und sterben. Okay, manchmal geht das mit diesem Lichtschwertwurf, aber manchmal nicht. Keine Ahnung. So, sie können weitergehen. Königin. Wie ist der eine Typ hier noch? Der war ja auch bei den Klonkriegen dabei. Waren sie aber ein bisschen hin. Ich find's geil, was sie für Füße hat. Sieht einmal so ein Ständer. Stehen bleiben. Die Königin kommt mit uns. Laber keinen Schrott. Ah. Hey, wer bist du? Ah, bei dir kann ich Extras und sowas holen. Steinchen. Achso, Sammelgegenstände. Grundlagen. Holoprojektor. Spiel. Ach, guck mal, hier gibt es diese Extras. Also Steinchen mal 2, 4, 6, 8 und so weiter. TV-Modus. Reto-Modus. Nüsche-Modus. Alle Charaktere muscheln. Das klassische Lego Star Wars Erlebnis. Ja, okay, das machen wir mal. Ah, keine Ahnung, vielleicht bei einer besonderen Folge, aber jetzt will ich ganz normal die Story erleben. So, jetzt kommen sie mal. Hier haben sie ihr prachtvolles Schiff. Das ist das Schiff ihrer königlichen Hoheit. Seid ihr bereit? Aber klar doch. Da ist die Blockade. Ihr Schildgenerator wurde getroffen. Wir haben wieder Energie. Der kleine Druide hat's geschafft.
Wir haben nicht genug Energie. Der Hyperantrieb hat ein Leck. Hier, Meister. Tatooine. Er ist klein, abgelegen und arm. Die Föderation hat dort keinen Einfluss. Okay. Da, Mos Espa. Tatooine, sagst du? Irgendwelche Vorschläge, wo wir landen sollen? Am ehesten können wir die benötigten Teile im Raumhafen Mos Espa finden. Dann auf nach Mos Espa. Aber lande ein wenig außerhalb. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Jawollo. Wir gehen wieder nach Tatooine. Finden wir nicht hier Anakin? Ja doch, müsste er sein. War ja so. Wartet! Ihre Hoheit befiehlt, dass ich mit euch komme. Sie will mehr über diesen Planeten erfahren. Wer sind Duse denn? Ich bin Padme, eine Dienerin der Königin. Wer sind Duse denn? Guter Gedanke. Aber wenn die Königin es wünscht. Also wer sind Duse denn? Wir müssen jemanden finden, der die Teile verkauft, die wir brauchen. Aber nee, wenn Padme jetzt schon so alt ist, dann kann doch nicht. Dann können wir doch jetzt nicht Anakin finden. Muss das doch jetzt Luke sein. Ach, wir werden es herausfinden. Wenn ihr irgendwo hin, dann seid ihr hier richtig. Ah, da haben wir ein Taxi, okay. Ja, lasst uns erstmal in Ruhe. Wir müssen hier kurz mal was suchen. Hallo? Ich weiß, was ihr braucht. Ihr braucht einen süßen kleinen Propellerhut für euren schäbigen Astromech. Das gibt dem kleinen Selbstvertrauen. Jede Wette. Ja, wie kann ich das annehmen? Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir den irgendwie finden. Was hast du? Hey, ich weiß gar nichts darüber, wie man Schiffe repariert. Hey, warum schaut ihr euch nicht lieber ein paar Pottrennen an? Die Straße müsst ihr lang. Macht mehr Spaß, als Hyperantriebe zu reparieren. Ja, das Pottracing. Das ist geil. Wen haben wir hier? Lasst mich raten. Ihr sucht Schiffsteile? Na klar, jeder tut das. Dann solltet ihr zu Watto gehen. Sein Laden ist am anderen Ende der Stadt. Watto? Okay. Oh, ich kann auf dieses Teil reiten. Wie geil ist das denn? Es ist ja mega geil. Also für mich wird es jetzt hier auch blind. Bis hierhin habe ich halt nicht weiter gespielt. Hallo! Ach, der Typ. Ich brauche Teile für einen Nubian Typ J327. Ich habe 20.000 republikanische Dataris. Republikanische Credits sind hier nichts wert. Ich brauche was Besseres. Du bist ein lustiger kleiner Junge. Ich baue einen Pottrenner. Du musst die Reflexe eines Jedi haben, wenn du solche Rennen fährst. Hey, morgen ist doch Bon Taif, das große Rennen. Ihr könntet meinen anmelden. Anakin. Das Preisgeld wäre mehr als genug für ihre Ersatzteile. Die Macht ist ungewöhnlich stark in ihm. So viel steht fest. Er hat etwas Besseres verdient als ein Sklavendasein. Der Junge erzählt mir, ihr wollt ihn in dem Rennen sponsern. Ich habe einen Pott bei einer Wette gewonnen. Ich setze meinen nagelneuen Pott gegen den Jungen und seine Mutter. Kein Pottrenner ist zwei Sklaven mehr. Dann nur der Junge. Abgemacht. Okay, es war doch Anakin. Wenn das alles ist, sollten wir zur Arena gehen und den jungen Anakin für das Rennen anmelden. Anakin. Okay. Zeit wird's mal. Anakin, du wirst bald ein richtig geiler Jedi. Und dann ein geiler Darth Vader. Oh, jetzt habe ich aber gespoilert. Okay, das weiß jeder schon auswendig. Oder? Wer ist der krasseste Sith? Darfrada. Sorry, mein Humor ist wieder unter der Grenze. Warte mal, hier gibt es wieder diese Kryptosteine. Kann ich hier nicht drauf? Okay. Dann lass mal hier rauf. Digga, hat die gerade einen Teller auf dem Kopf gehabt? Ja, wer kennt's nicht? Okay, aber hier komme ich nicht rauf. Ich will mich halt hier weiter umgucken, aber ich merke jetzt schon, hier gibt's eine Grenze.
Weil ich wahrscheinlich noch weitere Charaktere brauche, wie beim jedem Lego-Spiel. Aber einfach mal sich kurz umgucken, schadet ja nicht. Also was haben wir da oben? Diese Rodianer-Gangster haben eine schicke neue Tür an ihrem Laden. Das stinkt doch. Niemand zahlt Geld für eine neue Tür, wenn dahinter nichts Wertvolles versteckt ist. Ich zum Beispiel habe nicht mal eine Tür. Dann besuche ich dich als erstes. Raub der Rodianer. Okay, wir haben eine neue schicke Tür. Ah, können wir R2D2 hier ranlassen. Kann er hier ein bisschen Bipo-Bap machen? Was? Mal drehen. Ich verstehe gar nichts. Ach so. Okay. Ist doch simpler als ich dachte. Gott, wo bin ich denn jetzt auf einmal drin? Meine ganz besonderen Fähigkeiten werden hier sehen. Oh, ich hab glaube gerade Padme gekillt. Ich wurde wiedergewählt, sagt sie. Was soll ich jetzt damit machen? Dieser Alarm geht mir auf den Sack. Ah, da oben. Gott, mach den Alarm aus. Ich kann hier nicht helfen. Das wird sicher eine andere Lösung geben. Ich hab Luke Starkiller. Aber ich hab leider nicht R2D2. Nee. Schade, hier kommen wir doch nicht weiter. Wäre cool gewesen. Ja, hier braucht man nämlich die ganze Zeit C3PO. Ich höre immer noch den Alarm. So, jetzt. Da braucht man nämlich C3PO und C3PO habe ich leider nicht. Und mich verfolgen die ganze Zeit Gegner. Deswegen schnell zur nächsten Mission. Was ist hier hinten? Achso, hier geht's nur weiter. Ich folge einfach mal dem Marker. Der wird mich schon dahin führen. Digga, wie groß die Welt hier ist. Warte mal, können wir auf die Map kurz gucken? Karte anzeigen. Karte anzeigen. Ja, die ist schon ziemlich groß. Und das ist ja auch eine Welt von irgendwie 29 oder so, habe ich gehört. Also, da gibt es noch sehr viel zu erkunden. Mache ich aber auch lieber alles alleine und nicht in der Aufnahme, weil das alles viel zu lange dauert. Das ist absolut richtig. Und viele Zuschauer von allen Ecken und Enden des Autos. Eine Nachmeldung. Der junge Anakin Skywalker. Ein Junge aus der Gegend. Vergiss nie. Konzentrier dich auf den Moment. Fühl. Nicht denken. Nutze deinen Instinkt. Mach ich. Möge die Macht mit dir sein. Okay, beschleunigen. Ja, warte. Oh, scheiße. Jetzt geht's zur Sache. Und dann wird Skywalker. Er wird es nicht leicht haben.
Wie lahmarschig bin ich denn bitte? Jetzt geht es in die Pilzmesa. Also das sind mal Pilze, die ich nicht sammeln möchte. Superlego, der Ruhigstuhl. Gott, die Steuerung ist ein bisschen hakelig. So, ich habe schon mal einen überholt. Aber ich muss auf die Top 3 kommen. Ich muss sogar gewinnen. Okay, es wird nicht einfach. Komm, wir kommen näher. Hier nehme ich nochmal ein Minikit mit. Oh nee, ich höre diese Räuber, diese Wüstenräuber. Die Steuerung ist so hakelig. Das war Runde 1. 2 Runden noch. Aber ich bin jetzt endlich Dritter. Ouch, für Odi Mandrell ist das Rennen schon Ende. Oh, was war das jetzt? Hä? Wo steuert er denn mit dir hin? Gewinnen will, muss ich sie wieder befestigen. Ach nee. Was soll ich drücken? Ich bin zu blöd, um den Test zu drücken. Ja geil, ich habe ultra viel Zeit verloren. Nice, und ich habe nur 3 Runden. Schnell für einen mit zwei Beinen. Wo lenkt der denn bitte hin? Digga, ich lenkte gerade nicht. Ich hab grad nicht gesteuert. Aber Rex Terrell, dieser Fontana ist nicht mehr zu retten. Nicht mit allen Pinguin der Galaxis. Sehr, ich verkack das gleich. Egal wie viele Augen man hat, in den stockdunklen Laguna-Höhlen sieht man trotzdem nicht. Wo lenkt er hin? Ich will nach links und er lenkt nach rechts. Vorsicht, Fontana-Piloten! Diese Taskenräuber sehen gefährlich aus. So, nur noch einer, komm schon. Zu Beginn der dritten und letzten Runde führt Sibulba. Wird er sich den Sieg noch nehmen lassen? Irgendwie, ich glaube, der lenkt von alleine. Das ist das Ding. Ja! Hab ich ihn? Wow, warte ab, ich gewinne trotzdem. Mann, der Typ nervt. Mach dich ab hier. Er kotzt mich an. Nein, Digga. Ja, cool. Ist mein Motor noch am Arsch. Und das war's. Ja, Digga, wie soll ich das jetzt noch aufhalten? Hallo? Jetzt gib dir Gas. Wie soll ich das jetzt noch aufholen? Außer wenn die KI jetzt übelst bremst. Einige Taskenräuber sind in der Kurve der Dünenstoff. Mann, wo lenkt der denn bitte hin? Ja, oh doch, ich krieg ihn noch. Aber gerade noch so. Ich glaube, das ist gescriptet. Bring die Ersatzteile zum Haupthangar. Ich komme später in euren Laden, dann könnt ihr mir den Jungen übergeben. Mom, guck mal, das viele Geld! Jetzt kannst du dir deine Träume erfüllen, Annie. Pack deine Sachen, wir haben nicht viel Zeit. Yippie! Wird er ein Jedi werden? Ja. Aber was ist mit Mom? Annie, mein Platz ist hier. Es ist an der Zeit, für dich loszulassen. Ich werde wiederkommen und dich befreien, Mom. Das verspreche ich. Oh, Master Anakin. Ich würde es vorziehen, wenn ich ein wenig kompletter wäre. Tut mir leid, dass du nicht fertig geworden bist, 3PO. Mach's gut. Oh, meine Güte. Digga, der arme C-3PO, den brauchte ich noch. Beispiel freigeschaltet. Ja, toll, alles super. Anakin,
Wir müssen weg von Tatooine. Schnell zurück zum Schiff. Ja, es nein, ich darf Anakin. Mit euch in eurem Raumschiff mitkommen? Wenn Meister Obi-Wan nicht an Bordo gehen und wir sie hier lassen. Ihr sie mögen Jar Jar gar nichts. Ich weiß nicht, Jar Jar. Ich bin sicher, er findet dich sehr charmant. Hm. Obi-Wan, mächtig, missmutiger Jedi. Hä? Wo ist denn C-3PO gerade reingelaufen? Ich dachte, er hat seinen Kopf verloren. Komm, wir gehen da mal mit rein. Er führt uns irgendwo hin. Was will er uns sagen? Geht's dir gut, 3PO? Hallo? Gott, der macht mir ein bisschen Angst. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, ist er jetzt wieder raus oder was? Nee, ist hier schon drin. Hä? Ah, hier, guck mal, ich habe einen Schlüssel bekommen. Okay. Der Gute hat uns einen Schlüssel gegeben. Und mit denen können wir jetzt wohin? Egal, jetzt habe ich halt einen Schlüssel. Ich weiß nicht, wofür der gut ist. Nehmen wir ihn einfach mal mit. Schadet nicht. Ich kann sowieso jetzt kaum was machen hier auf der Welt, weil ich halt nicht die Charaktere dafür habe. Deswegen haue ich jetzt einfach mal ab. Ich mache einen Abgang. Ich bin kein Sklaven. Kein Sklave mehr. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte jetzt abhauen. Anakin, runter! Oh, komm mal, Fisch! Sie sollen schlafen! Ja, wenn wir nicht noch mehr vermummte Fremde bekämpfen müssen, schaffen wir es diesmal vielleicht wirklich nach Coruscant. Ja, allerdings denke ich, dass dieser Fremde ein Sith Lord gewesen sein könnte. Wer könnte das nur sein? Okay, wir wollen nach Coruscant. Ab geht's. Ab ins Senatsbezirk. Senator Palpatine persönlich begrüßt uns. Lasst uns rasch die Situation auf Naboo schildern, damit mein Volk endlich gerettet werden kann. Seid gegrüßt, Eure Majestät. Meister Jedi. Das ist aber nicht der Palpatine, den ich kenne. Falscher Synchronsprecher. Okay. Es ist eine Freude, euch lebendig zu sehen, Euer Majestät. Die Nachrichtensperre der Föderation hat uns sehr beunruhigt. Darum bin ich begierig, von der Situation auf Naboo zu erfahren. Eure Hoheit, würdet ihr mich bitte zum Senat begleiten, um die Angelegenheit weiter zu besprechen? Ja, das aber alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.